Hallo Welt, da sind wir wieder hier in einem Werkzeuggeschäft und wir hoffen auf reichliche Beute. Ja, wir haben sogar schon reichliche Beute. Wir haben ordentlich was gesammelt und die liebe Sarah ist auch hier schon am Hacken. Ach so, du kannst nichts mehr aufnehmen, oder? Hallo Sarah erstmal. Ja, hallo YouTube, hallo Richie. Ja, ich kann hier nichts mehr aufnehmen. Ich habe eine stählerne Feueraxt hier drin, Richie. Und ja, da ist auch noch ein Motor drin. Schon gesehen, schon. Ja, und ich habe eine Axt gefunden. Eine Gartenhacke aus Eisen. Eine Gartenhacke aus Eisen. Ich werde verrückt. Endlich haben wir eine Gartenhacke aus Eisen. Endlich können wir anbauen. Das ist der erste Schritt in eine bessere Welt. In eine bessere Zukunft. Ja. Hier hast du alles leer gemacht? Alles leer gemacht. Ich mache gerade mich leer. Es sind noch ein paar Kisten, glaube ich, im Ausstellraum vorne, also im Verkaufsraum vorne. Ach, ich glaube, ich habe da schon ein paar. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Wo bist denn du? Ja, ich bin immer noch hier hinten. Hallo. Ich komme. Ich komme. Hier drin bist du. Ach so. Ja, dann gehen wir aus. Oder vom Tisch rüberspringen geht. Ah, hier geht auch noch eine Leiter nach oben aufs Dach nachher. Ja. Da werden wahrscheinlich wieder einige sein, aber vielleicht können wir uns da erstmal eine Kiste mit Sachen machen, eventuell, das, was wir nicht brauchen, hier lassen. Ich bin nämlich überladen. Das wird sonst. Ja. Was haben wir sonst noch was hier? Nee, was mache ich? Ich habe schon alles gelootet. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen, du hast ja schon alles hier durchsucht. Deswegen, warum gucke ich dann hier? Eisen! Spitzhacke! Oh! Und schön. Ein Wire-Tool. Keine Ahnung, was das ist. Warum ist hier sowas Komisches vorgebaut? Was ist das denn eigentlich? Ein Eisenkühlschrank? Ein Wire-Tool? Was ist ein Wire-Tool? Zum Wiren. Keine Ahnung. Wie sieht denn das aus? Hier oben im Regal ist eine Kiste. Kannst du hier mal reinschauen? Und wo haust du jetzt wieder drauf rum? Ich habe da auf dem WC noch ein bisschen was gefunden. Oben auf dem Regal, sagst du? Ja. Ach, das ist Ja, da weiß ich auch nicht so genau. Aber ich glaube, das ist um elektrische Sachen irgendwie. Dazu. Sollen wir was hier im Karton drinnen lassen, was wir nicht brauchen? Ich bin maßlos überladen. Nee, ich habe draußen zwei Thronen angebracht hier. Oh, okay. Zeige ich dir sofort. Hier ist alles leer. Ja, ich war fleißig, deswegen bin ich. So, beide sind sie freigeschaltet. In der rechten habe ich schon angefangen, was reinzuschmeißen, ein bisschen. Okay. Ja, ich packe meine Jacke mal da rein, oder? Ach, die lasse ich im Inventar. Egal. Ein bisschen Nahrung habe ich gefunden. Also eine Clownhammer habe ich. Eisenspitzhacke. Der Clownhammer. Gartenhacke. Eine Eisenschaufel, aber die ist kaputt. Die muss man, glaube ich, reparieren. Okay. Dann Bottle Acid. Das lasse ich auch mal hier. Säure, aha. Also ich habe mal vorsichtshalber hier so meinen Schlafsack hingelegt. Komponentenbogen. Wire-Tool. Ist ja auch mal hier. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Ich glaube, das ist zum, um die... Also normal, glaube ich, ist das sowas, um die Verkabelung abzumachen. Also den Schutz von so Kabeln. Da ist doch immer so ein Plastik drum. Das Jagdgewehr lasse ich auch hier. Wir wollen ja leise das angehen. Oder wenn wir zum Feld gleich rübergehen, ich glaube, da könnte es Hunde, Schweine, Wölfe oder so etwas geben. Da, wenn wir das da rübergehen. Ja, dann locken wir ja noch mehr an. Ja, aber was anderes ist schlecht gegen Hunde. Ach so, du hast ja den Bogen. Ah ja. Bei mir funktioniert der Bogen übrigens nicht mehr so ganz. Ich weiß nicht warum. Blei, lasse ich hier. Blei.
Batterie für Autos. Scrap. Polymer. Geschmiedetes Eisen habe ich. Aha. Ein paar Vitamine, Pillen. Ich weiß gar nicht, was ich hier lassen soll. Ja, in die Kiste kannst du erstmal reinschmeißen, alles, was wir jetzt nicht so brauchen im Moment, meine ich. Den Puffermantel lass ich auch mal hier. Ja, bevor wir rübergehen, sollten wir dann eben gucken, dass wir die Kisten wieder leer räumen. Ja. Okay. Saatkartoffelsamen habe ich auch. Oh, wie schön. Eine. Okay. Ja, viel leichter bin ich auch nicht geworden. Ach. Ja, ich habe so viel Mist dabei. Aber okay. Ich habe Durst, dann kann ich gleich erstmal was trinken. Saatkartoffeln lasse ich auch erstmal hier. Was ist das denn? Fort Bittes? Was ist Fort? Keine Ahnung. Dose Hundefutter lasse ich auch erstmal hier, falls du es brauchst. Ja. Mega Crush, was ist das denn? Sieht aus wie ein Energy Drink. Bleibatterie lasse ich auch erstmal hier. Geschmiertes Eisen dann auch. Wenn wir dann nachher wirklich hier wieder hingehen, muss ich ja jetzt nicht alles mitschneiden. Dann lasse ich auch das schmutzige Wasser hier. Okay. Du wolltest aufs Dach, oder? Ja, wir können ja da noch mal kurz schauen. Was ist das denn? Was ist denn hier auf dem Dach los? Sind wir hier auf dem Dach mal gestorben oder so? Weiß ich nicht, kann sein. Das ist ja ungeheuerlich. Guck dir das Dach mal an. Ich komme. Oh. Das ist ja unglaublich, die sind alle voll. Oh. Das kann sein, Richie. Aber ich nehme nur das ein mit hier. Pullover und Schuhe nehme ich mit. Käppi. Essen. Die Jetons, braucht man die? Casino-Jetons? Ja, da kann man nachher lecker Drinks draus machen. Oder man kann dafür was einkaufen, was Schönes. Richie, wenn du willst, hier sind noch Nägel drin. Ich bin schon wieder voll. Ja. Oh, nice. Den nehme ich mit. Kleber haben wir auch. Ist noch mehr hier? So viele Sachen. Da oben ist ultra viel, ja. So viele Sachen. Blei und 25. Da oben, da muss sich jemand... Da sind auch Aufbewahrungskisten. Das ist total ungewöhnliches Zeug. Das findet man doch eigentlich überhaupt nicht, sowas. Eier, so viele Eier und Chrysanthemen und so Zeug. Medikamente. Guck mal gleich rein hier in die Kiste. Da ist, was da alles drin ist. Das ist unglaublich. Die Kiste, da ist schon fast die erste Kiste, ist gleich voll. Ja, bitte? Ich nehme nur hier das Essen raus. Was ist das? Gebietsschutzblock. Ich bin voll Ritchie. Ja,
Ich auch. Und gar keine Zombies hier oben, oder? Nee. Das ist total ungewöhnlich, ist das. Kann es sein, dass wir das mal waren? Ich weiß es nicht. Aber so viel hatten wir doch auch nicht. Noch nicht. Ja, so viele Steinäxte hier. Das könnte sein. Ja, aber gut, das sind alles Stufe 1. Echt? Alle Stufe. Hast du dir was gebrochen? Nein, ich wollte nur einfach so frech sein. Ach so, wie ich vorhin. Ich war nicht frech, ich war so... Panik. Naja, ich gerate ja nie in Panik, aber ja, vielleicht war ich etwas in Eile. Ich habe irgendwo Zombie gehört. Ich auch, vielleicht ist der drin. Könnte sein, da sind so... Oh, hier vorm Laden ist einer. Was denn? Was? Zombies, zwei Stück kommen hier. Oh, eine Horde. Wow. Dann hat sich den Arm weggerissen. Ich halte dir die Seite frei. Wow, jetzt bin ich aus dem Takt. Oh, Big Mama. Sei Big Mama. Bei dir auch? Hm? Ah, der ist der Letzte hier. Der Banker. Ja, die verprügel ich ganz gerne. Ja, man kriegt schön Punkte. Ja. So, darf ich noch mal dran? Danke. Sollen wir oben ein Lagerfeuer hinbauen? Wir überlegen, ob wir das als Zwischenlager, willst du das machen? Ja. Ja, wäre eigentlich eine gute Idee. Weil Wasser haben wir auch direkt hier. Mhm. Das ist nicht schlecht hier mit Wasser direkt. Oh, da hinten ist noch ein Haus. Ist da ein Maisfeld? Da ist das Maisfeld. Oh, wir haben Mittagszeit. Ja, wir sollten mal langsam, ne? Ja. Wenn wir nachher noch kriechen nach Hause. Das ist lang. Ja, sagst du, zum Maisfeld wolltest du noch? Ach so, Wasser brauche ich. Moment. Ach, einen Topf haben wir aber nicht gefunden hier, oder? Ein Messbecher war da, glaube ich, irgendwo. Topf haben wir noch nicht gefunden. Nee, das war eine Eisentür, kein Messbecher. Okay. Dann haben wir Dosen. Oh, hier ist ein Schlafsack für dich drin. War da sogar ein Schlafsack? Da muss doch einer gewesen sein vor uns, der das da alles, der da reingeraten ist, hier oben, der gestorben ist und seine Sachen dann zurückgelassen hat. Meine ich. Hast du die Gartenhacke hier reingelegt, oder? Nee. Ach so. Das ist gut. Gut. Die Gartenhacke. Ja, liebe Welt da draußen, dann wird alles gut jetzt. Damit haben wir es geschafft quasi. Das Schlimmste ist überstanden. So, ich habe ein paar Dosen. Ich gehe mal ein bisschen Wasser holen und abkochen oben, ja? Ich dachte, ach so, wollen wir nicht lieber los? Na, ich bin gerade am Verdursten. Ja, lieber los ist eine sehr gute Idee. Oh, da unten ist doch so ein Müllcontainer. Aber ich bin am Verdursten, also am Verdursten noch nicht, aber doch schon sehr durstig. Und für Dosen braucht man keinen Kochtopf, deswegen dachte ich, ich koche da mal so ein paar Dosen ab.
Was meinst du? Also ich habe jetzt welche noch in Inventar da reingelegt. Okay, so 9 Dosen. Ich denke, die reichen erstmal. Hier kann man doch auf die Tonne springen, oder? Ja. Da, aber irgendwie stimmt hier was nicht. Dass das so schnell geht, dass ich da so schnell die Leiter auch hoch bin. Naja, wir haben mal Glück. Ja, aber die Zeit, Richie. Ja, du hast ja recht. Sonst drückst du immer Zeit, Zeit, komm, wir müssen bauen, bauen, bauen. Ich sag jetzt go. Die Zeit ist nicht unser Freund. Heute nicht, nein. Die spannende Nacht, sie naht. Zwei Konserven lasse ich mal da, einfach im Feuer. Also nicht, dass wir uns nachher wundern, warum da leere Konserven im Feuer sind. Wo bist denn du? Ich gehe hier zum Roten Haus. Ah ja, zum Feld. Hast du das Schießgewehr mitgenommen? Ja. Na gut. Für den Notfall, denn auf dem Feld, glaube ich, da könnten auch mal Wölfe, Wildschweine und so sein. Alles leer hier. Alles leer, kaputt, verdörrt. Und jetzt alles tot. Nee, hier gibt's gar nichts. Komisch. Bei mir kippen die Pflanzen gar nicht um. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich sammle zwar die ganze Zeit fleißig ein. Was? Was sammelst du ein? Hier Pflanzen, Mais und so. Ich kann gar nicht einsammeln. Mit draufhauen. Die haben das E leider nicht mehr drin. Ich habe mich schon gewundert. Das E zum Ernten ist nicht Ah mehr. ja. Stimmt, ist nicht mehr. Ja, da habe ich mir damals eine Tastatur mit kaputt gemacht. Aber irgendwo knurrt doch hier was, oder? Wow. Schön Maiskuchen machen. Aber ich bleib bei einer stehen, da kommen 103 Mais. 103? Nee, das sind die Erfahrungspunkte, oder? Nein, Erfahrungspunkte habe ich 1110. 103. Maisstaude. 103 Mais kommt Das bei ist dir doch raus. nicht normal. Bei mir gehen die gar nicht Was kaputt. ist denn hier? Ich weiß nicht, ich höre hier auch irgendwas knurren und so. Ach, ein Dickerchen. Oh nein, schaffst du den? Ich bin gerade im Flow. Oh je. Ich Ja. glaube, ich brauche Hilfe. Oh. Sofort? Ja, ich habe keine Bögen mehr, kein, ich muss eben. So, jetzt. Rettung naht. Ach, da bist du. Ja, keine Chance gegen uns beide. Der kann einem schon direkt leid tun. Ja. Ja, wollen wir dann in der nächsten Folge weitermachen? Ja. Dann bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.